Willkommen zurück zu God of War. Ja, wir sind hier immer noch unter Wasser im Tempel der Pandora und hoffentlich stelle ich mich diesmal ein bisschen besser an als die letzten Male. War natürlich ja nicht so geil gewesen. Ah ja, hier geht's wahrscheinlich noch durch. Aha. So, und jetzt gucke ich mal kurz da. Irgendwann, dass ich da hin muss, deswegen gehe ich erstmal dorthin zu der Sirene oder was es war. Auf jeden Fall ein Kind von Poseidon. So, lass uns tanzen. Ich krieg nichts. Das ist natürlich nicht so cool. Schauen wir mal, ob es hier noch umgeht. Da geht es auf jeden Fall hoch. Oh. Ja, das nehme ich doch gerne. Das sieht aus wie diese drei Truhen. Ah, nee, doch nicht. Es sind vier. Sah aus wie diese Truhen, die wir gesehen hatten, als wir mit diesem Fahrstuhl nach unten gefahren sind. Aber wo soll es denn hier hingehen? Hier geht es ja bloß ja, hier hin und nach oben. Na gut. So, wie sieht es eigentlich überhaupt aus? Ich kann... Na gut, ich kann jetzt gerade nicht gucken. Ich wollte nämlich gerade mal schauen, wie viele Balken wir jetzt schon wieder drin haben. Für ein Update vielleicht. Warte mal. Aha, es geht immer hoch. Immer runter und immer hoch. Eine Statue des Gottes Poseidon, Herrscher der Meere. Mehr nicht? Na gut. So. Gucken wir mal. Ah ja, okay, oben geht's nicht lang. Ist abgesperrt. Na dann würde ich sagen... Oh! Ja. Huch. Das war neu für mich. Ah, ich hätte... Okay. Das Dumme dabei ist, ich vergesse gerne mal die Hoch- und Runter-Tauchen-Taste. Ja, läuft gut, würde ich sagen. Warten wir mal kurz. Hup! Nice. Hat ganz gut geklappt. Jetzt müssen wir bloß auf das nächste wieder warten. Uiuiui, das war knapp. Hoch. So, und das nächste Mal muss, glaube ich, theoretisch nach oben gehen. Theoretisch. Nee, abwärts. Ah, shit. Ich habe gedacht, das geht nach oben wieder. Nein, es ging noch mehr nach unten. Ja gut, man sagt eigentlich ja, alle bekannten Dinge sind drei, aber das wäre ja jetzt schon unser viertes Mal. Ah. Runter. Abwarten. Ja, genau. Gib mir noch einen mit. Nein! Ja. Ist halt problematisch, wenn ich natürlich so doof bin und extra zu hoch schwimme. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich manchmal Angst habe, in irgendwas hängen zu bleiben. Oh. Na? Ja, jetzt.
Oh, puh. Muss ich schon wieder knappe Luft am Halten hier. Nice. Ich weiß jetzt nicht, warum hier kurz schwarzes Bild war. Würde mich selber gerne mal interessieren. Oh oh. Ah, ich höre einen Speicherpunkt. Oh, gib her hier. Nice. Dass man so kurz einen Speicherpunkt hat, gut, kann man sich drüber streiten. Aber ich nehme gerne mit. Oh shit. Aua. Oh, das ist natürlich von Vorteil. Wenn der da einfach reinfliegt. Komm schon. Ach, das waren ja wieder die, die hier mehr Kraft benötigen. Oh. Aber dafür nehme ich die extra Lebenspunkte gerne mit. Was? Das war's schon? Na, da können wir doch mit Vergnügen hier komplett Leben auftanken, auch wenn das ziemlich sinnlos war. Uns fehlt noch eine Magie. Ich würde sagen, da warten wir erstmal ab, bevor wir da wieder was ausgeben. Oh, nice. Damit hätte ich jetzt eher... Ja, nicht so gerechnet. Oh, what? Ach, okay, es gibt ein Zeitlimit. Ja, das wusste ich natürlich. Machen wir es nochmal. Oh Gott, ey. Frame-Einbrüche bis zum geht nicht mehr. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Oh, nicht so gut. Alter. Jawohl. Du bewegst dich ja auch wie Meister Yoda. Uiuiui. So. Da haben wir einmal... Und dann müsste es ja hier drüben... Jo, nochmal eine Kiste geben. Ach, schade, ich habe gedacht, ein Gorgonauge oder vielleicht nochmal eine Feder wäre nice. Oh, nö, natürlich nicht. So. Tun wir uns mal bilden. Poseidons treues Weib. Amphitrite. Alter. Wacht auf ewig über diesen verfluchten Raum. Nur sie kennt den geheimen Ausgang. Na, der geheime Ausgang. Wacht auf ewig über diesen verfluchten Raum. Nur sie kennt den geheimen Ausgang.
Kann ich vielleicht was verschieben? Das Ding ist, ich kann ja noch nicht mal auf die Statue hoch. Oh, warte mal. Nee. Aber irgendwas habe ich gerade gehört. Das hat sich so angehört, als wäre das irgendwie morsch, dass man dagegen holzen kann, aber irgendwie auch nicht. Höchstens versuchen, unter diesen Wasserfällen mal zu gucken, aber es wäre wahrscheinlich Schwachsinn. Ich schaue mich hier unten ein bisschen um. Hier hätten wir was, aber ich glaube, da sind wir reingekommen, oder? Durch da sind wir reingekommen, aber warum zeigt es mir hier irgendwas Komisches an? Keine Ahnung. Da ist nichts. Vor allem hier ist schon eine Säule gebrochen. Aber warte mal, wäre es vielleicht möglich, wenn die Säulen in die Höhe ragen, dass wir dann unten drunter können? Zumindest wäre das mein nächster Gedanke gewesen. Nee, sieht nicht so danach aus. Aber irgendwas muss ja hier sein, weil es zeigt es doch hier nicht extra umsonst an. Also von der Kamera her Einstellung wenig. Ich guck mal gleich nochmal, dann macht man nämlich das so. Nee, da geht's hinten echt nicht lang. Krass. Gut, hätte ich nicht erwartet. Habe ich irgendwas übersehen? In der Richtung vielleicht? Nö, da guckt Kratos bloß einfach. Ja, nee. Das liebe ich ja an diesen Rätseln. Man weiß nicht, wo man hin muss. Oh, das war jetzt schon knapp. Willst du mich verarschen? Es war ja diesmal gar keine Zeit irgendwie. Warum? Hä? Ich hätte es ja begriffen, wenn man diesen Hebel umlegt, dass sich irgendwo vielleicht was anderes öffnet, aber selbst das siehst du nicht mal. Oder? Nö, nicht wirklich. Alter, komm schon, hör. Warte mal, da unten. Ich habe, glaube ich, gerade was gesehen. Wir schauen gleich nochmal nach, wenn ich hier oben bin. Oh, nice. Ich habe nämlich, glaube ich, gerade unten was gesehen gehabt.
Poseidons wacht auf ewig über diesen verfluchten Raum. Nur sie kennt den geheimen Ausweg. Ich habe nämlich, glaube ich, gerade was aus dem Augenwinkel gesehen gehabt. Deswegen kurz nochmal schauen. Weil ich, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Nee, doch nicht. Das ist bloß. Ist bloß die Sonne hier, die hier so reinscheint. Oh, doch, hier. Haha! Wir haben es gefunden. Nice. Lief doch besser als gedacht. Ich habe keinen Bock, hier über irgendwelche Ecken irgendwie rumzukommen. Das Problem dabei ist, ich weiß nicht, ob wieder hier eine Falle kommt. Wie es das eh nochmal war. What? Wo bin ich denn? Ah, hier bin ich. Oh lol, okay. Ja, da speichern wir doch gerne. Oh, mein Magen. Ich hätte vielleicht vorher was essen sollen. So. Tja. Ah, hier sind wir. Okay. Gut, das heißt, wir sollten theoretischerweise. Oh, nee. Wir sollten ja theoretisch die Dings haben. Alter, geht mir nicht auf den Keks. Oh, shit. Nice, jetzt habe ich euch. Okay, so geht's natürlich auch. Gut. War hier. Nee, der Dings war, glaube ich, nicht mehr, ne? Muss von einem anderen Ort aus geöffnet werden. Boah, wo musste ich denn jetzt noch die Dings einfügen? Ah! Wo musste ich denn? Ich glaube, ich habe auch gerade mal bloß einen Schlüssel, kann das sein? Poch, ist eine gute Frage, ey. Hier ging es ja, Herausforderung von Atlas. Ich kann erstmal bloß gucken gehen, was anderes. Ah ja, hier ist zu. Wo war denn das? Ich wüsste es echt nicht mehr. Sorry, aber ist schon eine Woche her. Das war der Ausgang. Da muss man ja nicht hin. Das sieht jedes Mal aus bei der Tür, als wäre das gemalt. Der Durchgang. Aber jetzt müsste ja eigentlich genau der Durchgang kommen. Aber da muss man nicht hin. Oder?
Ich weiß es echt nicht mehr. Nee, kann nicht sein, weil wir sind ja nicht umsonst jetzt hierher gekommen. Das heißt, wir müssen nochmal weiter drehen.